die Modsin da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem neuen Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 2 Updates, einer neuen Karte und 10 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Detlef, Chris, Bastian, Kai, Marco und Raul y Cristi für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Muchas gracias, Raul y Cristi, por tu Subscription. Wir starten wie immer natürlich mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die Karte Hobart Hollow von Huggies. Downloadgröße 273,1 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Benutzer definierte Bodenkarte für Precision Farming hinzugefügt. Erweitertes Pflanz- und Erntefenster für bestimmte Karten hinzugefügt. So wie ich es verstehe, ist hier kein neuer Save erforderlich. Das zweite und letzte Update für heute kommt von Tunis für seinen Verkaufspreistrigger. Downloadgröße 41 KB in der Version jetzt von 1.2.1.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Ein Fix für Patch 1.4. Und damit kommen wir zu der neuen Karte, und zwar heißt diese Westerrade. Diese kommt von Spezi 2.0 Modding und Tobi 1986, Downloadgröße 907,65 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Der Text sagt: Willkommen auf der Westerrade, eine echt nachgebaute Karte, die im nördlichen Stil gehalten ist. Es wird empfohlen, ab Feld 97 bis 122 keine Missionen anzunehmen und auch nicht zu kaufen. Diese Felder dienen nur zur Deko. Alle LS22-Funktionen enthalten: Forstwirtschaft, Verkehr, Kühe, Schweine, Schafe und Hühner, Feldmissionen, europäischer Stil, 500 Hektar Ackerland, 82 Felder, 15 Wiesen, 10 Höfe, Produktionen und Precision Farming bereit. Das ist mal ein erster Überblick von oben über die Karte. Sieht ziemlich schön aus. Es ist sieht natürlich aus. Wir gehen mal runter. Wenn wir die Karte als neuer Farmer laden, dann kommen wir hier an diesem Haus heraus. Das scheint unser Hof zu sein. Da gibt es ein Trampolin. Hier gibt es eine Halle. Da ist etwas an unserem Equipment mit drin. Das Equipment schauen wir uns nachher später nochmal genauer an. Aber auf jeden Fall ist hier ein Traktor dabei, ein 942er, auf jeden Fall. Das ist schon mal eine ziemliche Hausnummer. Des Weiteren haben wir hier ein paar Gebäude, die zu uns gehören. Wir haben hier einen Abholpunkt. Und zwar ist, glaube ich, hier drinnen das Silo. Genau, hier drin ist das Silo. Hier füllt man ein. Und hier holt man raus. Hier haben wir ein eine Werkstatt, die Indoor ist. Dann hat man hier eine Tankstelle, die zwar einen Trigger hat, aber den ich auslösen kann. Des Weiteren haben wir hier einen Hohlpunkt, wahrscheinlich für Gülle. Der Gülle-Hohlpunkt ist hier. Es scheint, dass dieses Gebäude hier keine Funktion hat. Also betreten kann ich es nicht. Würde mich aber erstaunen, dass so ein großes Gebäude, was eher so ausschaut, als wäre es ein Schweinestall, keine Funktion hat. Wir schauen uns mal die Karte im PDA an und sehen, dass die Felder alle realistisch nachgebaut sind. Also keine quadratisch praktisch Gutfelder, sondern schön organisch geformte Felder. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann haben wir hier unsere Farm. Das ist hier der Hof. Das ist der Güllebehälter. Hier ist das Hauptsilo, das haben wir schon gesehen. Das Farmhaus. Und dann ist das ganze Gebäude hier, das ist einfach, steht da als Dekoration, hat keine Funktion in dem Sinne. Ländereien haben wir einiges, was zu uns gehört. Und zwar ist das ganze Umland für 6 Millionen. Das ist also, sind diese hellblau markierten Parzellen, die auch zu uns gehören. Dann gehört zu uns das Feld 66 mit 0,7 Hektar, das Feld 43 mit 12,5 Hektar, dann das kleine Feld 104, das hat 1,19 Hektar und einfach noch ein bisschen weitere Ländereien, die hier zu uns gehören. Feld 82 mit 1,8 Hektar, dann haben wir Feld 74, 0,96 Hektar, Feld 51, 0,16 Hektar.
Ja, das sind so ein paar Ländereien, die zu uns gehören. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender ohne Zusatzfrüchte. Aufträge sind ebenfalls vorhanden. Tiergehege haben wir keine. Unser Startequipment besteht aus zwei mittelgroßen Traktoren, den 724er Fendt, den 6250er John Deere. Dann haben wir einen Großtraktor, den 942er Fendt. Dann haben wir den New Holland Mähdrescher, den CH77. Wir haben ein Pickup, wir haben einen Anhänger, das ist der Brandner. Wir haben ein Schneidewerk und wir haben einen Maispflücker. Wir haben zwei Schneidewerkswagen entsprechend. Dann haben wir einen Pflug, einen Grubber, eine Sätechnik, einmal Einzelkornsätechnik, eine Spritze, einen Düngestreuer, einen Miststreuer, ein Güllefass, ein Frontlader, eine Gabelzange und ein Gewicht von 3300 Kilo. Das ist also unser Startequipment, ist nicht so schlecht, hat einiges dabei, also ist ziemlich ein großes Equipment hier. Wir schauen uns mal an, welche Produktionen verbaut sind auf der Karte. Und zwar haben wir hier oben einmal die Schreinerei, die Molkerei, dann haben wir die Traubenverarbeitungsanlage, ein großes Gewächshaus, die Müslifabrik, die Getreidemühle, die Spinnerei, dann das Sägewerk. Des Weiteren haben wir hier die Zuckerfabrik, die Ölmühle, die Bäckerei und die Schneiderei. Des Weiteren sehen wir bei den Ladestationen, also Kaufstellen oder Ladestationen, können wir sehen, haben einen Güllebehälter hier, einen Wassertank. Hier ist der Spawnpunkt für die Honigpaletten. Da kommen wir gleich noch zu sprechen darauf. Dann haben wir hier eine Tankstelle. Hier haben wir den Güllebehälter, den haben wir bereits gesehen. Und wir haben hier auch noch einmal einen Güllebehälter. Verkaufsstellen haben wir hier das Gut Onstorf. Dann haben wir hier das Schafhofsilo. Dann Hackschnitzelverkauf. Dann haben wir hier den Handel Golden Beck. Dann haben wir den Ballenverkauf, die Reifeisen. Dann haben wir hier ein Kuhhofsilo. Wir haben HG, wir haben ein Schweinemast-Silo, ein Hauptsilo, das ist das auf unserem Hof. Dann haben wir ein altes Hofsilo, dann haben wir ein weiteres Kuhhofsilo, ein weiteres Schweinemast-Silo und ein Sägewerk. Des Weiteren haben wir hier oben den Kartoffelhof und zwar hier das Kartoffelsilo. Bei den Tieren können wir sehen, dass einiges verbaut ist auf der Karte. Zum einen haben wir hier ein paar Bienenstöcke, die sind weit verbreitet auf der Karte zu finden. Also überall gibt es immer wieder Bienenstöcke. Das heißt, man hat wahrscheinlich genügend zu tun mit dem Honigpunkt hier. Zusätzlich bei den Tieren können wir sehen, dass es hier einen Schweinestall gibt. Hier einen weiteren Schweinestall, hier auch nochmal. Dann gibt es hier einen Kuhstall, eine Hühnerweide, nochmal einen Kuhstall. Dann haben wir hier oben nochmal einen Kuhstall. Hier haben wir die Schafweide. Also es sind einige Tiergehege verbaut. Und ich würde mal sagen, wir springen jetzt mal gleich mal zu einem hin. Und zwar ist das dieser, der schon zu unserem Hof gehört. Also zumindest die Fläche gehört zu uns. Das ist dieser Schweinehof hier. Hier ist der Abladepunkt für das Futter. Hier gibt es Licht, das geht dann natürlich hier an und aus. Dann haben wir hier das Tor. Hier haben wir noch einen weiteren Abladepunkt. Und jetzt kommen wir zu einem Problem, was ich erkannt habe, was ich denke, was problematisch sein kann. Wenn ich jetzt hier nämlich lang gehe, kriege ich hier keine Möglichkeit, das Kaufmenü für die Tiere zu öffnen. Und wir können bestätigen, dass dieser Hof zu uns gehört, also zu unseren Ländereien gehört. Und trotzdem wird uns angezeigt, dass wir noch keine Stelle haben. Wir machen mal einen Test und gehen mal dahin, wo wir den Hof noch nicht besitzen. Also wenn ich hier das Land einschalte, dann sehen wir hier, das ist noch nicht unser Hof. Gehe ich mal dahin und dann kaufen wir uns auch mal das Stück Land hier. Das heißt, dieser Kuhstall gehört jetzt zu uns. Und auch hier gibt es zwar den Befehl, das Rolltor zu öffnen, aber
Die Möglichkeit, Tiere zu kaufen hier oder abzuladen, gibt es nicht. Auch wenn wir uns das Land gekauft haben, steht hier immer noch, dass ich keine Tiergehege und Ställe habe. Um dem Ganzen nochmal einen Ticken drauf zu geben, gehen wir mal zu der Hühnerfarm und kaufen uns auch dieses Land. Das sind 52.000 Euro. Und auch hier kommt jetzt Licht an, Licht aus. Und dann ist es das auch schon gewesen. Also auch hier gibt es keinen Trigger, Tiere zu kaufen. Und wenn ich nochmal das Tiermenü angucke, steht noch immer, dass ich keine Stelle habe. Ich habe das getestet mit und oder ohne Mods. Und auch ein Teammitglied von unserer Community hat mir dieses Verhalten bestätigt. Also es liegt nicht an mir oder meinen Einstellungen, sondern es liegt daran, dass hier wahrscheinlich ein Fehler hinterlegt ist. Ich hoffe, das wird schnell gefixt, weil so ist es natürlich nicht interessant, die Karte zu spielen, die so sehr auf diese Art von Landwirtschaft ausgelegt ist. Unter verschiedenem haben wir den Fahrzeughändler, unser Farmhaus und hier haben wir den Viehhandel. Das ist das, was hier so verbaut worden ist. Der Aussaatkalender bestätigt, dass alle Früchte und alle Produkte aus den Produktionen verkauft werden können. Es gibt einen Punkt, den ich besprechen möchte, und zwar sind das die Steine. Es gibt keinen Steinbrecher auf der Karte, das heißt, der müsste nachinstalliert werden. Wir gehen mal kurz auf einen Rundflug und schauen uns einfach mal so von oben die Karte an. Denn wenn die Funktionen der Kuhgehege oder Tiergehege nicht gegeben ist, macht es nicht wirklich großen Sinn, da in die Tiefe zu gehen. Also hier sehen wir diese Bienenstöcke, die verbaut sind. Da ist einiges verbaut. Das heißt, also das ist eine sehr schöne Einkommensquelle. Die Karte ist nicht flach. Es gibt hier ein Höhengefälle. Und wie schon gesagt, die Feldformen scheinen sehr natürlich zu sein und es ist auch einer natürlich der Realität nachempfunden. Auf jeden Fall, ja. Ich finde die Karte gefällig, schön gemacht. Wie sagt der Einführungstext, dass die Felder hier außerhalb der roten Linie nicht gekauft werden sollen und auch keine Aufträge angenommen werden sollen. Ja, schön, schöne Karte. Wo ich ein bisschen Abstriche geben würde, ist, dass viele Texturen der Gebäude einfach nicht dem LS22 Standard angepasst sind. Wir können mal gerne nochmal zum Haupthof gehen und uns mal die Umgebung oder die Kuhstelle, die wir hier sehen, die einfach mal begutachten von der Textur her. Also die Textur ist hier einfach sehr niedrig aufgelöst, nicht sehr, da ist kein oder wenig Occluder Mesh appliziert. Also auch hier sehr, sehr eintönig, zwar sehr 2D. Klar, diese Halle hier wurde ja nachgebaut, aber selbst hier sieht man, dass diese Texturen einfach nicht entsprechend dem Standard, den man sich von LS22 jetzt mittlerweile gewohnt ist, da ist einfach diese Textur zu schlecht. Ich hoffe, dass dieser Bug mit den Tieren sehr bald gefixt wird. Und da würde ich sagen, dann war das von unserer kleinen und kurzen Tour. Und wir machen weiter mit der ersten neuen Mod. Und die erste neue Mod heißt Misthaufen Fix, kommt von Hot Online Team und Zombold. Downloadgröße 10 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod stellt die ursprüngliche Mistproduktion der Tierställe wieder her. Ohne diese Mod wird im Tierstall die gleiche Menge Mist produziert, wie Stroh verbraucht wird. Mit diesem Mod wird die Menge an Mist produziert, welche ein Tier produzieren sollte. Die zweite neue Mod und auch eine Script-Mod heißt Feldversteigerungen. Diese kommt von Aruetzi, Downloadgröße 16 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Das örtliche Auktionshaus ist wieder geöffnet und versteigert wieder Ländereien. Doch seien Sie gewarnt. Seit 2013 haben die umliegenden Landwirte ihre Fähigkeiten bei der Auktion verbessert. Wenn Sie mitbieten wollen, gehen Sie einfach auf das zur Auktion stehende Stück Land und geben Sie Ihr Gebot mit B ab. Das Auktionshaus hat zugesichert, dass es mindestens eine Auktion im Jahr geben wird. Wenn Sie ohne Jahreszeiten spielen, gibt es alle paar Monate eine neue Auktion. Im Moment ist dieser Mod nur im Singleplayer verfügbar.
Die nächste neue Mod heißt Galignani 5690S3, kommt von Game Master, Downloadgröße 16,97 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Ballenpresse, die Quaderballen presst, in der Größe von 1,40 m, wiegt 2,7 Tonnen, braucht 55 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h und kostet 35.760 Euro. Die Designfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Wir kommen zum TT Multicultivator 5 in 1 von Shine Software, Downloadgröße 6,56 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Tiefenlockerer kommt mit einem Volumen für Dünger von 600 Liter, wiegt 3,2 Tonnen, braucht 240 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, 15 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 17.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein und Trelleborg. Und das war's hierzu. Wir kommen zum TT Big TT von Giant Software. Downloadgröße 1,97 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Scheibenecke mit einem Gewicht von 2 Tonnen, braucht 320 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,8 Meter, 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 20.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein und Trelleborg. Wir kommen zum TT 8022 Driveless von Giant Software, Downloadgröße 6,45 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Zuckerrohrpflanzmaschine kommt mit einem Volumen für das Saatgut von 12.100 Litern, wiegt 6,8 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 61.500 Euro. Wir kommen zum Kono BTW 21 Ballen Trailer von Rick Black Label TWD Modding, Downloadgröße 8,95 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Ballenwagen mit einem Gewicht von 4,3 Tonnen und kostet 28.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Friedestein und Nokian Tyres. Die Felgenfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Und das war's schon hierzu. Laut dem Beschreibungstext soll dieser Ballenwagen bis zu 30 Rundballen annehmen, ob schon hier auch zu erkennen ist, dass Quaderballen auch angenommen werden. Wir kommen zum Random Canaveiro. Dieser kommt von Giant Software, Downloadgröße 9,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Transporter in zwei verschiedenen Versionen, einmal die Drehschemel-Version kommt mit einem Volumen von 66,5 Kubikmeter für das Erntegut, wiegt 10,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht 30,4 Tonnen und kostet 93.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft den Body und die Felgenfarbe versteht sich von selbst und betrifft natürlich die Felge. Zum Zweiten kommt der mit dem LKW-Auflieger und zwar auch mit denselben Merkmalen. Das Zuladegewicht ist 30,3 Tonnen, wiegt 9,7 Tonnen und das Volumen zum Zuladen 66.500 Liter. Der Preis 83.000 Euro. Auch hier ist dieselbe Farbpalette zur Auswahl. Wir kommen zum Lizard Tracks 600, dieser kommt vom Black Sheep Modding, Downloadgröße 16,02 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Mulchfräse mit einer Leistung von standardmäßigen 1045 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 600 Litern, 37 Litern DEF, 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 9,5 Tonnen und hat eine Arbeitsbreite von 2,3 Meter. Der Preis 190.000 Euro. Hier gibt es die Frost-Version oder nicht. Reifenvarianten können gewählt werden zwischen Standard, Magnum und zurück zu Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Und schon kommen wir zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese Stara Imperador 3.0. Und diese kommt von Giant Software. Downloadgröße 38,73 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Dünge-Pflanzenschutzspritze mit einer Leistung von 223 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 340 Litern, Maximalgeschwindigkeit 42 km/h, 5100 Liter Flüssigdünger oder Pflanzenschutzmittel gehen rein, 10,1 Tonne wiegt das Teil, 27 Meter ist die Arbeitsbreite, 25 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 196.000 Euro.
Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich habe das Wochenende genossen am Strand. Wir haben das erste Bad genommen im Mittelmeer dieses Jahr. Es hat richtig gut getan, ein bisschen auszuspannen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Dabeisein. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das Abo ab, willst du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen. Dann wünsche ich auf jeden Fall allen eine wunderschöne und gute und erfolgreiche Woche. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und hasta luego.